بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه alles gut mit Allah, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit auf den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam und all diejenigen, die ihn in seinen Fußstapfen vertreten. Wir werden heute inshallah, liebe Geschwister, unser Thema Al-Iman an Allah azza wa jal fortsetzen und heute inshallah auch beenden. Und wir haben zuletzt darüber gesprochen, wir haben zuletzt angefangen zu sprechen über den Iman an die Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jal. Und heute geht es darum, wie man Allah subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaften zuschreibt. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst im Koran etwas gesagt hat, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der authentischen Sunna über Allah etwas gesagt hat, wie haben wir damit umzugehen? Grundlage hierfür ist die folgende Ayah in Surah Al-A'raf, Surah 7, Vers 33, in der Allah subhanahu wa ta'ala folgendes gesagt hat: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Sprich, verboten worden sind mir insbesondere die Abscheulichkeiten, was davon offen ist und was davon verborgen ist, und die Sünde und Gewalttätigkeit ohne Recht, und dass Allah etwas beigesellt wird, wozu er keine Ermächtigung herabgesandt hat, und dass ihr über Allah etwas sagt, wovon ihr kein Wissen habt. Diese Ayah bringt klar und deutlich zum Ausdruck, dass man über Allah Azza wa Jal ohne Wissen nicht reden darf. Und das Wissen über Allah Subhanahu wa Ta'ala, da er der Al-Batin ist, der Verborgene ist, Subhanahu wa Ta'ala, und man ihn nicht sehen kann, können wir über Allah Subhanahu wa Ta'ala nur erfahren, über ihn selbst im Koran oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten, die wir haben, um eine Eigenschaft Allahs azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala eine Eigenschaft zuschreiben zu dürfen. Beschreiben kann man Allah azza wa jal auch durch das, was man in der Schöpfung sieht. Ich sehe, ach so, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Wolken erschaffen. Er hat die Erde erschaffen, er hat die Sonne erschaffen. Ich kann Allah beschreiben in diesem Sinne schon, aber ich darf ihm nicht eine Eigenschaft zuschreiben, seinem Wesen, subhanahu wa ta'ala, eine Eigenschaft zuschreiben, als die, die überliefert worden sind. Es ist was anderes, ob ich beschreibe, was Allah tut, oder ob ich sein Wesen beschreibe, subhanahu wa ta'ala. Wenn jemand also über Allah etwas sagt, Allah mit einer Eigenschaft beschreibt, durch die weder er sich selbst beschrieben hat, noch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann hat er zweifellos über Allah etwas gesagt, worüber er kein Wissen hat. Die Angelegenheit der Eigenschaften Allahs gehören zu Al-Ghaib. Al-Ghaib ist das Verborgene. Das ist das, was du nicht sehen kannst. Das, was du nicht hören kannst. Das, was du nur erfahren kannst über jemanden, der dir das berichtet. Und auch der Verstand kann nicht herausfinden, was eine Eigenschaft seines Wesens ist, subhanahu wa ta'ala. Wenn wir eine Eigenschaft Allahs erfahren im Koran, gibt es vier Dinge, die wir berücksichtigen müssen, beziehungsweise vier Dinge, die wir nicht machen dürfen. Wir haben gesagt, wenn Allah etwas über sich selbst sagt, muss man es glauben, wie Allah es gesagt hat. Was darf man nicht machen? Was sind die Fehler, die man begehen kann, wenn man eine Eigenschaft Allahs liest im Koran oder der Prophet in der Sunna sallallahu erwähnt hat? Welche Fehler kann man diesbezüglich machen? Der erste Fehler, den nennt man auf Arabisch Tamthil. Tamthil kommt vom arabischen Wort Mithl, und Mithl heißt gleich. Und deswegen Tamthil bedeutet, was das bedeutet, werden wir sehen, aber bedeutet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala mit etwas Erschaffenem gleichsetzt.
Dann, wir reden inshallah ausführlicher noch über ein paar dieser Punkte. Das zweite ist, erstmal nur die vier erwähnen, erst ist Tamthil. Das zweite ist Takyif. Takyif. Und Takyif kommt vom arabischen Wort Kaifa. Kaifa heißt wie. Das heißt Takyif, ich frage nach dem wie. Oder ich beschreibe die Art und Weise. Ich beschreibe das wie. Das ist das zweite, was man nicht machen darf in Bezug auf die Namen-Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und das dritte ist Ta'til. Ta'til bedeutet, dass man die Bedeutung dieses Namens oder Eigenschaft aufhebt, dass man diese Bedeutung leugnet. Und die vierte Sache ist Tahrif. Tahrif kommt vom arabischen Wort Harrafa und bedeutet fälschen oder verfälschen. Und gemeint ist, der Sinn verfälscht wird oder entstellt wird. Der Sinn wird entstellt. Und davon gibt es zwei Arten, über die wir uns inshallah jetzt im Laufe des Vortrages unterhalten. Beginnen wir mit dem ersten, was wir gesagt haben. Das ist das Tamthil. Tamthil, haben wir gesagt, bedeutet, dass du glaubst oder sagst, dass eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala genauso ist wie beim Menschen. Wie zum Beispiel eine Person, die sagt, wir lesen im Koran al-Karim zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, قال الله. Allah hat gesagt. So, das steht im Koran. Das heißt, Allah spricht. Oder Allah sagte, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى. Allah hat zu Moses gesprochen. Dieses Sprechen Allah subhanahu wa ta'ala darf nicht gleichgesetzt werden mit dem Sprechen irgendeines Geschöpfes. Das heißt, wenn jemand sagt, Allah subhanahu wa ta'ala spricht so, wie ein Mensch spricht, das wäre Kufr. Warum? Weil Allah azza wa jal im Koran al-Karim gesagt hat, in Surat al-Shura, Vers Nummer 11, لَيْسَ كَمِثْلِي شَيْءٍ. Nichts ist ihm gleich. Also diese Aya ist für uns die Grundlage dieses Kapitels. Egal welche Eigenschaft und welchen Namen Allah subhanahu wa ta'ala wir erwähnen werden, oder du lesen wirst im Koran und Sunnah, niemals darf es überhaupt in deinen Sinn kommen, dass es genauso sein könnte wie bei einem Menschen. Tamthil bedeutet also das, was es gibt mehrere Beweise. Ein zweiter Beweis für diese für das Verbot von Tamthil ist, Allah Azza wa sagte, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Niemand ist ihm jemals gleich. Das war's. Allah subhanahu wa ta'ala sagte aber in der Ayah, die wir vorher erwähnt haben, Surat al-Shura, Vers Nummer 11, etwas ganz Interessantes. Er sagte, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nichts ist ihm gleich und doch ist er der Hörende und der Sehende. Und das ist genau das Prinzip der Ahlus Sunnah al-Jama'a. In dieser Ayah kann man das ganz einfach entnehmen. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich beschrieben als As-Sami' al-Basir, der da alles hören kann. Oder wortwörtlich, der hören kann. Ja? Der Hörende und der Sehende. Aber gleichzeitig vergisst nicht den ersten Teil der Ayah, nichts ist ihm gleich. Deswegen ja, er kann hören, er kann sehen, aber nicht wie ein Mensch hören kann und nicht wie ein Mensch sehen kann. Denn wenn du sagen würdest, das ist ein ganz, also dieser Glaube, Alhamdulillah, ist ein ganz einfacher Glaube. Weil stellt euch mal vor, jemand würde sagen, Allah hört und sieht wie ein Mensch. Das würde bedeuten, Allah kann nur bestimmte Sachen hören, weil ein Mensch kann auch nur bestimmte Sachen hören. Und Allah kann, würde dann auch nicht sehen können, was ein Mensch auch nicht sehen kann. Das steht hier, so einfach ist die Sache. Und deswegen liest man öfter in Koran-Übersetzungen, dass sie sagen nicht, und er ist der Hörende und der Sehende, sondern sie sagen, er ist der Allhörende und der Allsehende, der alles hören kann, der alles sehen kann. Warum? Damit man erklärt, dass sein Hören und sein Sehen, subhanahu wa ta'ala, ist nicht so wie bei einem Menschen. Und der Mensch hat manchmal Ohrenschmerzen und kann deswegen nicht so gut hören. Und Allah subhanahu wa ta'ala hört immer alles. Ja, und der Mensch braucht manchmal eine Brille, weil er nicht gut sehen kann. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er sieht alles. Insofern
Das ist die Aqidah al-Sunnah, ist ganz einfach, ist nichts Kompliziertes dabei. Man muss es nur beim Namen nennen, weil es in der Geschichte des Islam Menschen gegeben hat, die an diesen Punkten gescheitert sind. So einfach ist das Ganze. Das war die erste Sache, ne? Das war Tamthil. Jetzt kommen wir zum zweiten. Das zweite ist Takyif. Takyif, haben wir gesagt, kommt vom arabischen Wort Kaifa. Und Kaifa bedeutet wie, ist ein Fragewort. Und was bedeutet es konkret? Es bedeutet konkret, dass man sagt, entweder mit seinem Herzen sagt oder mit seiner Zunge sagt, dass wie die Eigenschaft Allahs tatsächlich ist. Dass man sagt, wie Allah tatsächlich, dass man Allahs Eigenschaft beschreibt, wie sie tatsächlich ist. Und das ist, waliyadu billah, auch absolut verboten, denn wir haben darüber kein Wissen. Allah azza wa jal hat uns mitgeteilt, dass etwas bei ihm so und so ist, aber hat uns zum Beispiel nicht gesagt, warum es so ist oder wie es so ist, also müssen wir auch darüber schweigen. Das ist alles. Alhamdulillah, der Aqidah al-Sunnah ist so einfach, man muss nur einfach glauben, was Allah im Koran gesagt hat. Das ist die Zusammenfassung von dem allem, was ich sage. Ein Beispiel dafür, für den, oder weißt du, ich habe beim Tamthil kein Beispiel, doch, habe ich mit dem Sprechen habe ich das Beispiel erwähnt, ja. Aber das Tamthil, das gleiche Beispiel, wo auch Muslime gescheitert sind teilweise, ist das Beispiel mit der Hand Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal spricht im Koran von seiner Hand, von zwei Händen sogar. Diese Sache, wir schreiben sie Allah so zu, wie sie im Koran steht, weil Allah hat das gesagt, deswegen sagen wir es ebenfalls. Allah sagte, bal yadahum mabsuṭatan, vielmehr sind seine beiden Hände weit ausgestreckt. Also sagen wir, seine beiden Hände sind weit ausgestreckt. Wortwörtlich machen wir, wie man sagt heutzutage, Copy-Paste. Mehr machen wir nicht. Ja? Also deswegen kann man nicht falsch liegen. Versteht ihr? Wenn ich genau das sage, was im Koran steht, dann kann ich ja nicht falsch liegen. Das Einzige, was ich berücksichtigen muss, Vorsicht, die Hände Allahs sind nicht so wie die Hände eines Menschen. Das alles. Wenn schon bei Geschöpfen, bei Menschen, deine Hand sieht nicht aus wie meine, und deine Hand sieht nicht aus wie von einem Affen, und eines Affen sieht nicht aus wie die Pfote von einem anderen, deswegen nennt man es sogar Pfote, weil es anders aussieht, ja. Und deswegen, wenn das für die Geschöpfe unter sich gilt, dass sie unterschiedliche Hände haben, dann erst recht, wenn es zwischen dem Schöpfer und dem Menschen ist, ja? Dem Schöpfer und dem Geschöpf. Deswegen, das ist das Einzige, was man berücksichtigen muss, diese vier Sachen, die wir gerade erwähnen. Wir sind jetzt am zweiten, At-Takyif. Ganz einfaches Beispiel. Allah ist also auch ein Beispiel, wie gesagt, wo Muslime gescheitert sind. Ja? Deswegen, die Sachen sind sehr einfach, aber möge Allah uns immer auf dem richtigen Weg festigen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, zum Beispiel, wir nehmen ein Beispiel aus dem Koran, ein Beispiel aus der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Ein Beispiel aus dem Koran, Allah sagte, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Hiernach hat er sich über den Thron erhoben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran an sieben Stellen, nachdem er die Himmel und Erde erschaffen hat, ja, sinngemäß sagt er danach, sich über seinen Thron erhoben. Das heißt, der Thron offensichtlich war schon vorher da und er hat sich über seinen Thron erhoben. طيب. Dieses Wort Istawa hat bei manchen Menschen ein Problem ausgelöst. So sehr, dass sie dieses Wort gefälscht haben sogar. Dass sie gesagt haben, Moment, das kann man nicht so schreiben, muss man was anderes schreiben. Nicht am Koran-Text, da hätten sie sich selbst Ungläubigen erklärt, sondern an der Übersetzung zum Beispiel. Oder bei der Interpretation. Warum? Weil sie haben gesagt, Moment, Allah subhanahu wa ta'ala, das Wort Istawa hat verschiedene Bedeutungen in der arabischen Sprache. Okay? Wenn man es für einen Menschen verwendet, wenn man das Wort Istawa für einen Menschen verwendet, und in Bezug auf sein Pferd, dann heißt es, er besteigt sein Pferd. Also er setzt sich darauf. Das ist in Bezug auf den Menschen, richtig? Aber das Wort an sich bedeutet einfach nur sich erheben über etwas. Okay? Etwas besteigen. Etwas erheben, sich über etwas heben, ala oder rafa'a, und etwas besteigen, sa'ada. Wie ein Berg kann man besteigen. Das wäre Sa'ada. Und das sind die Bedeutungen. Wenn natürlich man sagt, der Mensch hat sich über sein Pferd erhoben, dann wird man nicht sagen, in der deutschen Sprache hat sich über sein Pferd erhoben, sondern man würde sagen, hat sich auf sein Pferd gesetzt. Hat sich drauf gesetzt. So würde man das sagen. Aber in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala sagen wir es natürlich nicht.
Weil Allah subhanahu wa ta'ala, da bleibt wir bei der Bedeutung, die die Sprache, die arabische Sprache hergibt, sich über etwas erhöhen, sich über etwas erheben und das war's, fertig. Wie? Weiß ich nicht. Das war's. Mehr darf man auch nicht danach fragen. Ja? Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt, dass er sich über seinen Thron erhoben hat. Und wir sagen, er hat sich über seinen Thron erhoben. Mehr was. Das war's. Wenn jemand jetzt fragt, wie hat er das gemacht, dann sagen wir Vorsicht, ach, das ist haram. Diese Frage darfst du nicht stellen, denn diese Frage kann dir auch keiner beantworten. Und wenn du diese Frage stellst, dann bringst du nur den anderen dazu, eine Vorstellung zu machen, wie das gewesen sein konnte. Und das ist schon verboten. Oder du bringst ihn dazu, eine falsche Antwort zu geben, das ist auch verboten. Ja? Und deswegen diese Fragen nach dem Wie darf man nicht stellen, wenn es um die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala geht. Weil es sind Sachen, die sind unvorstellbar. Wie willst du dir etwas vorstellen, was du gar nicht kennst? Du weißt, du hast noch nie ein Wesen gesehen, das ewig ist, das perfekt ist in jeder Hinsicht. Und wie willst du dich dann darüber unterhalten, wie er etwas macht? Ja, das macht gar keinen Sinn. Der Beweis dafür ist, wenn du etwas nicht kennst, wie kannst du darüber etwas erfahren? Es gibt nur drei Möglichkeiten, über eine Sache zu erfahren, allgemein. Entweder du hast es gesehen. Oder du hast etwas gesehen, was genauso ist wie das andere. Oder drittens, jemand teilt dir mit, der es gesehen hat. Richtig? Und das ist genau das Interessante. Also entweder du hast es gesehen, du hast Allah subhanahu wa ta'ala niemals gesehen. Also kannst du nichts über ihn sagen. Von dir aus. Zweitens, jemand teilt dir mit, oder bleiben wir im Zweiten, du hast etwas gesehen, was genauso ist. Gibt es nicht. Allah, niemand ist ihm gleich. Bleibt nur noch die Sache dritte übrig, jemand übermittelt dir etwas. Und das ist unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er übermittelt uns, was er über Allah erfahren hat. Auch wiederum, auch unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gemäß der richtigeren Ansicht, hat Allah niemals gesehen in diesem Leben. Und deswegen hat er auch uns nur das mitgeteilt, was Jibril ihm mitgeteilt hat. Und Jibril hat und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam das mitgeteilt, was Allah azza wa jalla ihm mitgeteilt hat. So einfach ist die Sache. Warum haben manche Leute ein Problem gehabt mit dem Wort Istawa? Weil sie gesagt haben, das kann doch nicht sein. Istawa, in Bezug auf einen Menschen, bedeutet ja, dass er sich auf etwas draufsetzt. Und Allah subhanahu wa ta'ala braucht sich doch nicht auf irgendwas draufsetzen. Das würde ja bedeuten, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache braucht. Und so haben sie Schlussfolgerungen gemacht. Jede ist schlimmer als die andere. Ja? Denn auch zu sagen, wenn Allah das gemacht hat, dann bedeutet es ja das und das und das, ist auch schon sehr, sehr gefährlich. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat die Engel erschaffen, oder? Tayyib. Hat er Engel erschaffen, die rechts und links sind bei jedem Menschen, damit sie die Taten aufschreiben, oder nicht? Die guten und die schlechten Taten. Tayyib. Jetzt eine Frage. Allah braucht das? Er weiß doch eh alles, oder? Deswegen sei vorsichtig. Wenn es um Reib geht, so, schalt dein Verstand aus, wenn es darum geht, um das Wie. Aber schalt dein Verstand nicht aus, wenn es darum geht, zu glauben, was da steht. Allah subhanahu wa ta'ala hätte auch das alles alleine aufschreiben können. Er brauchte gar keine Zeugen. Yawm al-Qiyamah wird es viele Zeugen geben. Reicht Allah nicht als Zeuge aus? Allah sagt, wa kafa billahi shahida. Allah reicht als Zeuge aus. Ja? Deswegen vorsichtig, wenn Allah etwas gemacht hat, daraus zu folgern, dann bedeutet es ja das und das und das und das. Das ist katastrophal. Diese Schlussfolgerung, jetzt frage ich die Intelligenten unter euch, ausnahmsweise. Diese Schlussfolgerung, wenn Allah das gemacht hat, dann bedeutet es das und das. Welchen Fehler hat diese Person begangen in Bezug auf das, was wir bisher erwähnt haben? Ich will ein Fachwort jetzt hören von dem, was ich gesagt habe bereits. Ganz einfach. Dann hat man seine Allmacht die Frage gestellt. Nein, ich will ein Fachwort hören. Ich will ein Fachwort hören von dem, was ich. Wenn eine Person sagt, Allah hat Istawa gemacht über seinen Thron, das bedeutet ja, dass er den Thron braucht. Weil er sich ja dann draufgesetzt habe. Das stimmt natürlich nicht. Aber ich will nur sagen, die Schlussfolgerung, die er gemacht hat. Warum ist sie wissenschaftlich jetzt falsch, nach dem, was wir bereits schon aus dem Koran gelernt haben? Was ist das Fachwort? Barakallahu fik, Alhamdulillah.
also eine im Internet hat es gesagt und auch hier, Alhamdulillah, das Wort Tamthil, das ist genau der Punkt. Tamthil heißt doch, dass man Allah mit Geschaffenem gleichsetzt, seinem eigenen Geschaffenen gleichsetzt. Also man sagt, wenn das beim Menschen so ist, dann ist es bei Allah auch so. Richtig? Und das ist genau der Fehler. Deswegen manchmal Leute denken sich, Tamthil, das gibt es doch gar nicht. Wer sagt denn schon, dass Allah genauso ist wie ein Mensch? Ja, Bruder, das sagt vielleicht jemand nicht direkt, aber er sagt es indirekt. Ja, das sehen wir auch in dem nächsten Beispiel sehr deutlich. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat im Hadith von Abu Huraira überliefert. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Also bei Bukhari und bei Muslim. Das heißt, die höchste Stufe der Sahih-Hadith. Er sagte, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Das heißt, unser Herr, der Segensreiche und Erhabene, steigt jede Nacht zum untersten Himmel hinunter, wenn noch ein Drittel übrig bleibt. Das ist die wortwörtliche Übersetzung des Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِينَ يَبْقَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ. Oder wie er sagte, sallallahu alaihi wasallam. Ja, nochmal. Ja, unser Herr, der Segensreiche und Erhabene, steigt jede Nacht in das Sama'i Dunya, zum untersten Himmel hinab, wenn noch ein Drittel übrig bleibt. Das ist einer der edelsten Gewalt, das ist der Hadith, warum die Leute nachts beten. Das ist der Hadith, der Ansporn für alle die Leute, die nachts im letzten Teil der Nacht beten. Weil Allah Azza wa Jal versprochen hat, dass er in diesem Teil der Nacht die Gebete erhört. Er sagt, man yad'uni fa astajib lah. Wer macht Dua, sodass ich sein Dua hören kann? Man yastaghfiruni fa aghfiru lah. Wer bittet mich um Vergebung, sodass ich ihm vergeben kann? Ja? Und dieser letzte Teil der Nacht, der Prophet sallallahu sagt darüber, yanzilu rabbuna. Jeder, der A, B, C der arabischen Sprache kennt, versteht, unser Herr steigt hinab. So. Das Problem ist jetzt hier wieder das Tamthil-Problem, auf das sich in das manche Leute reingefallen sind. Die merken das nicht. Wenn du sie sagen würdest, achi, Allah nicht, sie sind doch gleich, sagt er, ja, natürlich. Und er denkt jetzt, deswegen darf er nicht glauben an das, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, unser Herr steigt hinab. So, die Regel, die wir anwenden, ist jetzt, laysa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich. Also, und Takif ist auch verboten, nicht nur Tamthil, sondern auch Takif ist verboten. Also, frag nicht nach, wie Allah das macht. Wie steigt Allah runter im letzten Teil der Nacht? Allahu a'lam. Das ist die Antwort, die du geben musst. Der andere, was derjenige, der an diesem Beispiel gescheitert ist, was macht er? Er sagt, Moment, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Yanzilu Rabbuna, unser Herr steigt hinab, das würde bedeuten, dass er von oben zum untersten, siebten oder ersten Himmel, wie man es zählt, aber normalerweise sagt man, der siebte ist oben und der unterste ist der erste, das würde bedeuten, er steigt zum untersten hinab, das würde ja bedeuten, dass er sich in seiner Schöpfung befindet. Und das würde ja bedeuten, dass der Himmel, der darüber ist, ihn überschattet, überdacht. Steht ihr? Und diese Schlussfolgerung, welchen Fehler haben sie wieder begangen? Tamthil. Barakallahu fik. Das ist genau der Fehler, weil sie denken, Allah ist wie ein Mensch, walayadu billah. Und das ist der Denkfehler. Was deine Aufgabe ist, es anzunehmen, wie der Prophet es gesagt hat. Sallallahu alaihi wasallam. Wortwörtlich. Stell dir mal vor, Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal sagt zu dir, mein Diener, warum hast du gesagt, dass ich im letzten Teil der Nacht hinabsteige, wenn noch ein Drittel übrig bleibt? Jeden Tag. Warum hast du das gesagt? Dann sagst du, weil Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, und dieser Hadith war bei Bukhari und bei Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, unser Herr, der Segensreiche und Erhabene, steigt und so weiter hinab. Und das war's. Und du wirst erfolgreich sein, hundertprozentig. Weil das sagst du, oh Allah, das war dein Gesandter, hat gesagt, ich habe ihm nur nachgesprochen, Mensch.
Aber stellt euch mal vor, eine andere Person, die nicht an das geglaubt hat. Die sagt, sie sagt, das kann nicht sein, dass Allah hinabsteigt. Was macht sie jetzt? Sie kann nicht den Hadith verleugnen, oder? Sie kann nicht sagen, der Prophet hat gelogen, waliyadu billah. Das kann sie nicht machen und wird sie auch nicht machen. Aber was macht sie? Sie, freundlich ausgedrückt, interpretiert diesen Hadith um. In Wahrheit, sie verfälscht ihn. Was sagt diese Person? Sie sagt, statt Yanzilu Rabbuna, sagt sie, das gemeint, der Prophet hat das gesagt, aber er hat was anderes gemeint. Ihr, ich will nicht sagen Dummköpfe, ihr versteht nicht, was der Prophet sagen will, will er damit sagen. Der Prophet meinte eigentlich, Yanzilu Amru Rabbina, dass der Befehl unseres Herrn steigt hinab. Oder manche von ihnen sagen, gemeint ist nicht unser Herr, sondern die Engel steigen hinab. Und andere sagen, gemeint ist nicht Allah selbst, sondern seine Barmherzigkeit steigt hinab. Versteht ihr? Das ist die Uminterpretation. In Wirklichkeit nennt man das natürlich Fälschung. Das nennt man Tahrif. Weil das ist nicht das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Solchen Leuten sagen wir, hat der Prophet sich nicht richtig ausgedrückt oder was? Der Prophet wusste nicht, wie er sich ausdrücken soll oder was wirft ihr ihm eigentlich vor? Merkt ihr, wie gefährlich es ist, wenn man da einen Fehler macht? Weil auch wenn die Person das nicht gemeint hat, aber ihre Aussage bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich nicht klar ausgedrückt. Und deswegen müssen wir ihm nachhelfen. Und deswegen der Muslim hält sich zurück und sagt über Allah nur das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat und Allah über sich selbst ebenfalls gesagt hat. Und deswegen, liebe Geschwister, gibt es eine berühmte Erzählung über Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Imam Malik ibn Anas, der berühmte Imam, dem heutzutage die Malikiten folgen. Diejenigen, die sich Malikiya nennen, sie schreiben sich diesem Imam zu. Er sagte, und wie auch alle anderen Imame der Ahle Sunna, aber das ist halt eines der berühmtesten Beispiele, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Er war einmal in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ihr wisst ja, man nennt ihn Imam Dar Hijra, das heißt der Imam von Medina. Dar Hijra ist die Stelle, wo man zu der Hijra gemacht hat, deswegen ist es Medina. Er war einmal in der Moschee und da kam ein Mann zu ihm und hat ihm gesagt, O Imam, Allah sagt im Koran, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Allah sagt im Koran, der Al-Abama hat sich über den Thron erhoben. Wie hat er das gemacht? Wie hat er sich erhoben? Imam Malik, rahimahullah ta'ala, hat kurz sein Haupt gesenkt. Offensichtlich hat er nachgedacht, wie er antworten soll und wie er reagieren soll. Nicht, dass er nicht wüsste, natürlich weiß er die Antwort. Aber, liebe Geschwister, wenn jemand kommt und so eine Frage stellt, kommt darauf an, mit welcher Absicht er das gemacht hat. Verstehst du? Kommt ein Unwissender zu dir und fragt dich, ja, der hat es falsch gelernt oder gar nicht gelernt. Und dann fragt dich, mit dem geht man nicht schroff um. Aber jemand, der eine Frage stellt, um dich zu testen, er gehört zum Mubtadi'a. Okay? Er gehört zu Leuten, die Neuerung der Religion machen und verbreiten. Und er will dich auf die Probe stellen. Er will dich bloßstellen vor den anderen. Stellt dir extra eine Frage, damit du die Frage nicht beantworten kannst, damit die Leute ihr Vertrauen verlieren in dir vor ihnen. Ja? Das ist eine Absicht von manchen Menschen. Und das war die Absicht dieses Mannes, offensichtlich. Denn der Imam ist nämlich mit ihm hart umgegangen. Er hat sie ihm, erstmal hat ihm die Antwort gegeben, weil es gibt ja auch Leute, die außenrum stehen und zuhören. Er hat sie ihm gesagt, Al-Istiwa'u ghayru majhul. Er sagt, Istiwa, das heißt dieser Begriff Istiwa oder Istawa, sich erheben über eine Sache, ist nicht unbekannt. Das heißt, ich weiß sehr wohl, und jeder weiß, was das sprachlich bedeutet, nämlich Rafa'a, Sa'ada, wie wir gesagt haben, besteigen und sich über etwas erheben, erhöhen. Er sagte, Istiwa ist nicht unbekannt. Wal-Kayfu ghayru ma'qul, aber das Wie ist unbegreiflich. Unbegreiflich. Das heißt, der Verstand kann es nicht verstehen, wie es ist. Und dann sagte er, والإيمان به واجب. Daran zu glauben ist Pflicht. والسؤال عنه بدعة.
Und danach zu fragen, ist eine Bid'ah, ist eine verbotene Neuerung. Und dann sagte er, وَمَا أَرَاكَ إِلَّا مُبْتَدِعًا. Und ich bin der Meinung, dass du kein anderer bist als ein Mubtadi'. Du bist nichts als ein Mubtadi'. Und dann hat er ihn rausgeschmissen aus der Moschee des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und diese Einstellung zu den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala findet sich in vielen Erzählungen wieder über die uns vorausgegangenen erschaffenen Menschen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und das ist ein Gelehrter des 2. Jahrhunderts, rahimahullahu ta'ala. Auch Imam al-Auza'i, rahimahullahu ta'ala, sagte, أَنِرُّهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفِ. Geht sie so weiter, die Texte über Namen und Eigenschaften Allahs, gebt sie so weiter, wie sie überliefert worden sind und fragt nicht nach dem Wie. Das ist die zweite. Kommen wir zum dritten, inshallah. Das ist der Ta'til. Ta'til bedeutet, liebe Geschwister, etwas stilllegen. Attala heißt, etwas ist kaputt. Mu'attal, etwas ist kaputt. Okay? Und gemeint ist hier, dass man an die Eigenschaft glaubt. Man sagt, ja, istawa ala al-arsh, ja. Man sagt Ar-Rahman Ar-Rahim, ja, Allah ist Ar-Rahman Ar-Rahim. Aber man glaubt nicht an die Bedeutung, die dahinter steckt. Das heißt, man glaubt an das Wort, aber nicht an die Bedeutung, die dieses Wort beinhaltet. Wenn jemand, diese Leute, die so etwas machen, nennt man auf Arabisch Mu'attila, wenn man zu ihnen sagen würde, ja, was heißt denn Ar-Rahman Ar-Rahim jetzt für dich? Sagt er, ich weiß nicht. Ich glaube daran, dass Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ist, aber was dahinter steckt, Allahu A'lam, sagt er, ich weiß es nicht. Oder er leugnet es. Das ist natürlich Ta'til. Er sagt, es hat keine Bedeutung. Ja, weil er hat wieder das gleiche Problem. Er sagt, sobald ich sage, egal welche Eigenschaft, sobald ich Allah zuschreibe, habe ich Angst, dass ich einen Fehler begehe und sie mit einem Geschöpf vergleiche, sozusagen. Ja, das kannst du ja fast mit jeder Eigenschaft machen. Denn zum Beispiel bleiben wir bei dem Beispiel As-Sami', der alles hören kann. Er sagt, wenn ich sage, dass As-Sami' bedeutet, Allah kann hören, sogar ein Tier kann hören. Richtig? Und er macht wieder das gleiche Fehler mit dem Tanfil. Aber solche Gruppen gibt es ebenfalls Menschen. Manchmal decken sie sich unter einem anderen Deckmantel und sagen, das nennt man Tafwid al-Ma'na. Tafwid al-Ma'na bedeutet auch, dass man sagt, Allahu A'lam, was damit gemeint ist. Da steht zwar im Koran, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Und dein Herr wird erscheinen oder wird kommen und auch die Engel Reihe um Reihe, in Surat al-Fajr, وَجَاءَ رَبُّكَ, dein Herr wird kommen, dann sagt sie, Allahu A'lam, was damit gemeint ist. Ich meine, das Witzige ist, jeder von uns weiß, was heißt Ja'a. Ja, aber sie sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Möge Allah es davor bewahren. Die vierte Art ist Tahrif. Tahrif bedeutet sprachlich verfälschen oder fälschen. Und da gibt es zwei Arten davon. Die eine Art darf inshallah niemand machen, die andere auch nicht. Aber die eine Art ist natürlich schlimmer als die andere. Die eine Art Tahrif al-Lafz bedeutet, dass man ein Wort verfälscht an sich. Das heißt, jemand liest den Koran absichtlich falsch. Ja? Das kommt uns sehr komisch vor, aber es gibt Menschen, die das gemacht haben. Es gibt Sekten, die sagen, die Aya so und so ist verfälscht worden und eigentlich muss man die Aya so und so und so lesen und sie fügen ein Wort hinzu. Manchmal fügen sie sogar ganze Sätze hinzu und sagen, so ist der Koran ursprünglich herabgesandt worden. Das sind die, die nicht an den Koran glauben. Aber sie schreiben es in Islam ebenfalls zu, das ist ja das Problem. Wenn sie sagen würden, wir sind keine Muslime, wäre es uns egal. Aber wenn jemand sagt, ich bin Muslim und glaube an den Koran, und dann sagt er, an der Stelle ist ein Wort, fehlt ein Wort, und an der Stelle fehlt ein Buchstabe, an der Stelle fehlt das, dann das ist ein Problem. Deswegen, mit diesen Leuten haben wir natürlich ein Problem. Ja. Die zweite Art von Tahrif ist Tahrif al-Ma'nawi. Das kommt vom Arabischen Ma'na und bedeutet Bedeutung. Das heißt, die Bedeutung wird verfälscht. Die Bedeutung wird verfälscht. Und das ist natürlich das Hauptthema, wenn es um die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala geht. Ganz einfaches Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel Istawa, weil das sehr bekannt ist. Und zwar Allah sagte, Ar-Rahmanu ala al-Arsh Istawa, der Alabama hat sich über den Thron erhoben. Sie haben gesagt, das kann nicht sein, weil das Erheben ist wie bei einem Menschen. Also was ist die Lösung? Wir müssen dem Wort ein bisschen nachhelfen.
Was haben sie gemacht? Sie haben ganz einfach, sie haben einen Buchstaben hinzugefügt. Das Wort Istawa schreibt man im Arabischen, das ist ein Alif, und dann ein Sin, Is, und dann ein Ta, und dann ein Wow, und dann ein Ja. Und sie haben geschaut im Wörterbuch, was ist das ähnlichste Wort, was man reinstecken kann, und wo wir sozusagen aus unserem, wie wir unseren Madhab sozusagen verteidigen können, haben sie ein Wort gefunden, heißt Istaula. Also haben sie ein Lam hinzugefügt vor dem letzten Buchstaben. Ja? Und das Wort Istaula heißt natürlich was ganz anderes. Es heißt einnehmen. Etwas einnehmen. Wie eine Stadt nimmt man ein. Dann hat man, wenn Istaula ala al-Madina, hat die Stadt eingenommen, heißt es. Okay? Und das Witzige natürlich an das erste Mal, natürlich eine reine Fälschung, das ist eine Katastrophe, so etwas zu machen. Ja? Aber die zweite Sache ist, dass sie eigentlich ihr Problem gar nicht gelöst haben. Also das hört sich immer so an, als hätten sie ihr Problem gelöst, deswegen haben sie es gar nicht gelöst. Weil einnehmen, Tayyib, jetzt Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, und Umar ibn Khattab, die haben auch Städte eingenommen. Ja? Das heißt, wo ist das Problem jetzt gelöst? Sie müssen wieder sagen, ja Moment, die Einnahme Allahs ist anders als die Einnahme eines... Also bleibt doch gleich am ersten Madhab, den von Ahle Sunnah, und sagt einfach, ist dauer, aber nicht so wie ein Mensch, die Sache ist erledigt. Versteht ihr? Und das ist genau das Problem, was sie haben. Und da gibt es viele Beispiele dafür. Jedes Beispiel, wo sie uminterpretiert haben, verfälscht haben, ist ein Argument gegen sie und kein Argument für sie. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für sich, darüber kann man, gibt es ganze Bücher, die darüber geschrieben worden sind, deswegen behalten wir uns, fassen wir uns damit kurz. Aber der Beweis natürlich, dass der Tahrif verboten ist, ist wie bei allen anderen Hadithen, wie bei allen anderen Kategorien, dass man nicht über Allah etwas sagen darf ohne Wissen. Und unter anderem Allah sagt, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ. Er sagt über die Juden, sie entstellen den Sinn der Worte. In Surat Al-Ma'idah, Vers 12. Surah Nummer 5, Vers 12. Außerdem ist das eine Interpretation ohne Beweis. Ich darf nicht interpretieren ohne einen Beweis. Ich darf nicht über Allahs Aussage etwas sagen, ohne dafür einen gültigen Beweis zu haben. Nicht irgendeinen Beweis, sondern einen gültigen Beweis zu haben. Es gibt dieses Wort Tahrif, vielleicht findet ihr das öfter vor, manche Leute verwenden einen anderen Begriff, den nennt man Ta'wil. Ta'wil. Das Wort Ta'wil wird manchmal zur Verharmlosung verwendet. Weil das arabische Wort Tahrif, das heißt richtig Fälschung. Also keiner wird sagen, es gibt gute Art Fälschung und schlechte Art Fälschung. Fälschung ist immer schlecht. Okay? Aber Ta'wil heißt Interpretation. Und Interpretation kann gut sein, kann schlecht sein. Deswegen sagen sie, nein, 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 a'udhu billah, wir machen kein Tahrif. Wir machen keine Fälschung, istawa zu istawla. Sondern das ist die Interpretation davon. Das ist dann gemeint. Versteht ihr? Und dieses Wort Ta'wil ist natürlich ein Wort, das, wie gesagt, im guten Sinne verstanden werden kann, aber auch im schlechten Sinne verstanden werden kann. Warum? Weil Allah im Koran diesen Begriff verwendet hat, im positiven Sinne. Deswegen, طيب, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Niemand kennt den Ta'wil davon, außer Allah. Das heißt, die Interpretation davon, die Bedeutung davon. Okay? Und deswegen gibt es gute Art von Ta'wil und schlechte Art von Ta'wil. Wenn es einen gültigen Beweis gibt, ist es sinnvoll. Wenn es keinen gültigen Beweis gibt, dann weg damit. طيب. Jetzt gibt es eine ganz wichtige Regel, die wir lernen müssen und immer wieder erwähnen. Es geht darum, wenn du mit anderen Menschen diskutierst. Da ist immer die Frage, wer hat Recht? Und die Frage ist, wer muss seine Aussage beweisen? Stellt euch mal vor, jemand sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, unser Herr steigt hinab. Er meinte aber, die Engel steigen hinab. Okay? Dann sagt jeder zum anderen, was ist dein Beweis? Der zweite sagt zum ersten, ja, was ist denn dein Beweis, dass Allah tatsächlich hinabsteigt und nicht die Engel? Was ist dein Beweis dafür? Und der erste sagt zum zweiten, Moment,
was ist dein Beweis, dass damit die Engel gemeint sind und nicht der Herr selbst, subhanahu wa ta'ala? Und die Antwort, müssen wir immer gucken, wer ist derjenige, der etwas behauptet, was dem offensichtlichen Anschein widerspricht? Das ist die Frage. Wer ist von beiden derjenige, der an dem festhält, was die offensichtliche Bedeutung ist? Also hier niemand spricht normalerweise. Meint er, was er sagt, oder meint er nicht, was er sagt? Also wenn das ist doch klar, dass jeder, wenn er spricht, meint er normalerweise, was er sagt. Und deswegen ist derjenige, der sich an das klammert, festhält, an das, was da steht, er braucht das nicht beweisen, weil der Beweis ist ja schon da. Also wenn jemand mich fragt, wieso glaubst du daran, dass Allah hinabsteigt im letzten Drittel der Nacht, dann sage ich, was steht doch da? Das ist mein Beweis. Ich brauche keinen Beweis, der ist ja schon. Aber der andere, der sagt, gemeint ist was anderes, der muss den Beweis erbringen. Und natürlich hat er keinen Beweis. Und deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat er einen Beweis, dann muss er ihn erbringen. Oder hat keinen Beweis, dann muss er der Ahle Sunna Recht geben. Dann muss er der sunnitischen Gemeinschaft Recht geben. Und natürlich, wenn er trotzdem darauf beharrt, dann kann man auch darauf aufmerksam machen, dass seine Interpretation falsche Schlussfolgerungen mit sich bringt. Und das ist dann immer auch ein Beweis, dass die Aussage falsch war. Wenn jemand nämlich das sagt, dass der Engel hinabsteigt, dann führt das nämlich im Endeffekt zum Schirk und zum Kufr. Warum? Weil Allah sagt in diesem Hadith, der Prophet sagt in diesem Hadith, dass wenn Allah hinabsteigt im letzten Drittel der Nacht, was sagt Allah Azza wa Jal? Man yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Wer bittet mich um Vergeben, sodass ich ihm seine Sünden vergebe? Allahu Akbar, der Engel fragt das auch. Stell dir mal vor, der Engel, wenn er herabsteigt, er sagt zu den Menschen, wer bittet mich um Vergebung, sodass ich seine Sünde vergebe, dann würde es, wäre ein Fall von Schirk und von Kufr. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der die Sünden vergibt und man den Engel nicht anbeten darf. Das würde ja bedeuten, ich mache Dua, sage ich, O Engel, bitte vergib mir meine Sünden. Oder wie solche. Oder, O Engel, sag Allah, das ist beides Schirk und Kufr. Also egal, wie ich es drehe. Ja? Deswegen die Schlussfolgerung seiner Aussage ist auch katastrophal. Also muss auch seine Aussage katastrophal sein. Was ist der Beweis dafür, dass nicht jede Form der Interpretation falsch ist? Da muss man auch aufpassen. Nicht jede Form der Interpretation ist falsch. Nicht jede. Es gibt ganz einfache, deutliche Beweise. Erster Beweis aus dem Koran al-Karim. Allah Azza wa Jalla sagte, Ata Amrullah. Wortwörtlich übersetzt bedeutet das, der Befehl Allahs ist gekommen. Aber der Befehl Allahs ist noch nicht gekommen. Welcher Befehl Allahs? Zum Beispiel der Befehl des Tages der Auferstehung, dass diese Erde endet und Yawm al-Qiyamah beginnt. Oder dass dein Tod eintrifft. Aber dieser Befehl, dass das Leben zu Ende ist, noch nicht gekommen. Und der Beweis dafür ist die Ayah selbst. Allah sagte, Ata Amrullah, fala tasta'jilu. Deswegen verlangt nicht, dass er voreilig eintrifft. Okay? Und deswegen wissen wir, dass im Arabischen dass die Vergangenheitsform muss nicht die Vergangenheitsform bedeuten. Sondern die Vergangenheitsform im Arabisch kann auch bedeuten für etwas Zukünftiges. Beweis, du sagst Rahimahullah. Rahimahullah. Oder was heißt Rahimahullah? Wortwörtlich heißt übersetzt, Allah hat sich seiner erbarmt. Weißt du das? Über den Verstorbenen? Nein. Das ist ein Dua. Das heißt, möge Allah sich seiner erbarmen. Richtig? Sami'a Allahu. Sagst du in deinem Salah. Möge Allah erhören. Natürlich hört er auch, aber es geht um das Erhören. Dass er dein Dua annimmt. Ja? Das heißt, du machst Dua, dass Allah dein Gebet erhört. Das sind die Vergangenheitsformen im Arabischen. Hat mehr als eine Bedeutung. Die offensichtliche ist natürlich die Vergangenheitsform. Aber die ist hier nicht gemeint. Das ist eine Form von Uminterpretation. Das ist eine Form von Ta'wil. Aber die Ayah selbst weist darauf hin. Ein anderes Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass Yawm al-Qiyamah manche Menschen, Allah wird zu ihnen sagen, O mein Diener, ich war krank und du hast mich nicht besucht. Warum? Richtig? Und dann wird der Diener selbst sagen zu Allah subhanahu wa ta'ala, O Herr der Welt, du bist der Herr der Welten. Wie kannst du krank werden? Wie soll ich dich besuchen? Und Allah sagt subhanahu wa ta'ala, wenn du meinen Diener, der krank war, so, wenn mein Diener so und so war krank,
wenn du ihn besucht hättest, hättest du mich bei ihm vorgefunden. Wunderbar. Jetzt haben wir verstanden, es geht nicht darum, dass Allah krank war, sondern es geht darum, dass ein Mensch krank war. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist mit dir, wenn du mit denjenigen bist, die Allah subhanahu wa ta'ala will, dass du mit ihm zusammen bist. Ja? Insofern, dieser Uminterpretation, der Hadith selbst erklärt sich selbst. Und außerdem ist Krankheit eine Eigenschaft des Mangels, seine mangelhafte Eigenschaft. Niemand würde Allah subhanahu wa ta'ala damit beschreiben, weil seine Eigenschaften sind die vollkommen. Weiteres Beispiel. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Frage, wenn du Koran liest, sagst du erst أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ oder sagst, und dann liest du Koran, oder liest du erst Koran und am Ende sagst du أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ? Als erstes. Weil die Ayah sagt offensichtlich genau das Gegenteil. فَإِذَا قَرَأْتَ, wenn du den Koran gelesen hast, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, dann suche Zuflucht bei Allah. So heißt die Ayah wortwörtlich. Okay? Aber das ist nicht damit gemeint. Und der Beweis ist, dass der Prophet das nicht so gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Das war's. Falsch. Das heißt, wir haben eine gültige Uminterpretation des Ganzen. Und deswegen, liebe Geschwister, natürlich zusammengefasst in dem ganzen Thema, man muss immer einen Alim fragen. Man kann nicht die einfach was so nehmen. Man muss immer fragen und dann kriegt man, inshallah, die entsprechende Antwort dafür. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sich selbst, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Wer ist wahrhaftiger als Allah in seinen Worten? Und die Antwort lautet, niemand ist wahrhaftiger in seinen Worten außer Allah, als Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen kannst du seine Worte so nehmen, wie du willst, wie sie da stehen. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّ. Manche Leute sagen, diese Ayah ist ein Beweis, dass man eben nicht immer an die wortwörtliche Bedeutung der Ayah glauben darf. Er sagt, denn diese Ayah übersetzt bedeutet wie folgt, also ich übersetze es jetzt, wie er es übersetzen würde. Okay? Allah macht euch klar, damit ihr in die Irre geht. Okay? So würden manche Leute diese Ayah übersetzen. Natürlich ist diese Übersetzung falsch. Weil das Wort an im Arabischen mehr als eine Bedeutung hat. Das Wort an, hier habe ich jetzt übersetzt mit damit. Aber es kann auch bedeuten, likaila, damit nicht. Okay? Und das ist genau der Punkt, warum ich es erwähnt, weil manche Leute erwähnen diese Ayah als Beweis, dass Ta'wil grundsätzlich erlaubt ist. Und wir sagen nein. Grundsätzlich glaubt man an das, was Allah gesagt hat, wortwörtlich. Und wenn es einen Beweis gibt, dann interpretiert man um. Und nicht umgekehrt. Manche Leute, sie interpretieren immer um, außer in bestimmten Fällen. Und manche interpretieren immer um. Müssen wir aber, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen. Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, sagte über diejenigen Menschen, die uminterpretieren, sinngemäß, Allah hat ihnen Intelligenz gegeben, aber kein Wissen. Okay? Weil tatsächlich, wenn man diese Bücher liest von solchen Leuten, die sind nicht dumme Leute. Die sind nicht intelligente Leute. Aber sie haben kein Ilm. Weil wahrer Ilm führt zur Wahrheit. Ja? Sie haben Ilm über Philosophie, sie haben Ilm über die arabische Sprache, haben sie Ilm, aber sie haben kein Ilm über Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das Entscheidende in diesem Fall. Wir enden unseren Vortrag für heute mit einem letzten Punkt. Ganz einfach eine Einteilung, damit wir das Thema über die Eigenschaften Allahs und seinen Namen abgeschlossen haben, wie man damit umgeht, wie man daran zu glauben hat. Und zwar die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala werden grundsätzlich, kann man in drei Teile teilen. Hinsichtlich der Zuschreibung und Abschreibung. Das heißt, wenn eine Eigenschaft erwähnt wird, darf ich sie Allah zuschreiben oder nicht? Hinsichtlich des Zuschreibens und Abschreibens gibt es drei Fälle. Entweder die Eigenschaft wird Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben, absolut zugeschrieben, bedingungslos zugeschrieben. Beispiel Al-Qadir, der Al-Mächtige. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Allmächtige.
Da gibt es keine Unterteilung davon. Manchmal allmächtig, manchmal nicht. Das gibt es nicht. Er ist immer allmächtig. Die zweite Art von Eigenschaften sind diejenigen, die wir Allah immer abschreiben. Das sind die mangelhaften Eigenschaften. Das heißt, wenn jemand behauptet, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Eigenschaft habe, die mangelhaft ist, unvollkommen ist, dann sagen wir nein, Allah hat diese Eigenschaft überhaupt nicht. Ja? Wie zum Beispiel sagen die Juden, die Christen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Himmel und Erde erschaffen hat in 6 Tagen und am 7. Tag hat er sich ausgeruht. Diese Ermüdung, Allah hat im Koran gesagt, La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Fertig. Allah wird nicht müde. Und da gibt es andere Beweise aus dem Koran dafür. Deswegen sagen wir, nein, diese Eigenschaft wird Allah vollkommen abgeschrieben. Dann gibt es aber Eigenschaften, und da muss man halt aufpassen, auch besonders, es gibt Eigenschaften, die Allah in einem bestimmten Kontext zugeschrieben werden und in anderen Kontexten eben nicht. Wie zum Beispiel Al-Makr, das ist das, dass er Pläne schmiedet. Man würde nicht sagen, Allah ist der Planschmied. Okay? Aber in diesem bestimmten Zusammenhang, Allah hat sich das zugeschrieben, weil es in diesem Zusammenhang eine Art Vollkommenheit ist. Ebenfalls Al-Khida', das Täuschen. Ja? Jemanden zu täuschen. Das Täuschen, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich einen bestimmten Zusammenhang zugeschrieben in Bezug auf Heuchler. Da ist es eine Art Vollkommenheit, weil Allah die Heuchler in diesem Leben täuscht. Sie versuchen Allah zu täuschen und so täuscht er sie. Ja? Sozusagen als Reaktion auf das, was sie machen, das ist eine Art der Vollkommenheit. Genauso Al-Istihza, das sich lustig machen, ist keine Eigenschaft Allahs, indem man sagt, Allah ist derjenige, der sich über andere lustig macht. Nein. Sondern in einem ganz bestimmten Kontext, in dem zum Beispiel in Surat al-Baqarah Allah es erwähnt hat, in Bezug auf die, auch wieder in Bezug auf die Heuchler, da ist es eine Eigenschaft der Vollkommenheit und darf auch dann nur in diesem Kontext Allah zugeschrieben werden, wie es eben überliefert worden ist. So einfach ist die Angelegenheit. Weil das zu wissen ist wichtig, damit nicht jemand kommt und sagt, Moment, du kannst doch nicht daran glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Leute täuscht alle. Dass ein Täuscher ist, wal'iyadhu billah. Ja? Und deswegen darfst du nicht an alles glauben, was da steht. Nein, Bruder, Vorsicht, es gibt Eigenschaften, die in einem bestimmten Kontext gut sind und wenn sie nicht in diesem Kontext vorkommen, dann sind sie schlecht. Okay? Und deswegen einfach halten wir uns daran, an das, was Allah gesagt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Heute sind wir damit fertig mit diesem Thema, inshallah, und wir werden morgen bi'idhnillahi ta'ala über den zweiten Rücken, über die zweite Säule sprechen, den Iman an die Engel, Al-Malaika. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch dafür belohnen. Barakallahu fiikum.